Tja, also vieles, vieles offen in Großbritannien, sogar das Dach im Unterhaus. Sigrid Fredlö ist im Studio, EU-Expertin. Willkommen bei Phoenix. Hallo, Frau Fredlö, es gibt jetzt wieder neue Fristen, neue Vorschläge aus London. Was kann man davon halten? Ja, jetzt ist genau das eingetreten, was viele auch auf EU-Seite befürchtet haben, nämlich noch ein Wunsch nach Verlängerung. Wir hatten ja jetzt schon einen. Der erste Termin steht ja noch bis 12. April, wo dann entschieden werden muss, ob die Briten an den Europawahlen teilnehmen oder ob sie eben mit dem No-Deal aussteigen. Jetzt ist Theresa May wieder mit einem neuen Wunsch nach Verlängerung gekommen, bis 30. Juni. Ich glaube auch nicht, dass der gewährt wird, sondern es steht hier nämlich jetzt im Raum, dass es eine längere Verlängerung gibt. Ja, aber dieser Vorschlag, der kommt ja von der anderen Seite, nämlich von Donald Tusk, ja, der eben sagt, im Grunde genommen schon signalisiert, also Leute, mit dieser Salamitaktik kommen wir nicht wirklich weiter. Das ist genau das, was man nicht wollte, dass immer wieder nachgefragt wird und immer wieder nachgeschoben und nachgebessert wird. Und Tusk kam ja auch mit dem Vorschlag schon vor dem letzten Wunsch der Verlängerung, also 21. 22. März. Das hat bei einigen nicht so positive Reaktionen ausgelöst von den anderen EU-Ländern, weil man sagt, ja, geben Sie doch nicht schon das vor, noch ein Jahr länger. Also Frage der Verhandlungstaktik. Da ist man eben schon abgerückt, weil dann notwendigerweise auch die Teilnahme an den Europaparlamentswahlen kommen. Lassen Sie uns gerade noch bei dieser Frage, wer ist denn wofür innerhalb der 27 kurz verharren, weil Donald Tusk hat das jetzt also laut nochmal gesagt und aus Frankreich und aus Österreich kommen jetzt schon so ein paar Signale, die eben darauf hindeuten, dass dort eben eine geringe Bereitschaft steht für diese, er sagt ja auch einen flexiblen Aufschub von 12 Monaten. Das wird jetzt ja noch komplizierter. Aber lassen Sie uns erst mal bei der Geschlossenheit der EU bleiben. Bisher hat das ja gut funktioniert, besser funktioniert, als alle geglaubt haben. Sehen Sie da jetzt Anzeichen von Erosion? Erosion würde ich es nicht nennen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Positionen auch in den Ländern. Nicht zuletzt wegen der anstehenden Europawahlen, weil ja jetzt auch in dem Brief von Theresa May gesagt wurde, ja, man würde sich dann an den Europawahlen beteiligen, sozusagen notgedrungen. Aber man sieht dann vielleicht doch die Möglichkeit, vorher auszusteigen. Das ist natürlich eine katastrophale Situation. Also entweder sie nehmen teil oder nicht. Wenn sie teilnehmen, das ist absurd. Dann muss man eben leider davon ausgehen, und das fürchten einige aus den Mitgliedsländern, dass diese chaotische Situation auf der Insel rüberschwappt zur EU und aber auch die Europa. Prinzipiell eher eine Einigkeit unter den EU-27, was wir gucken ja nicht in jeden Kopf hinein. Ja, es ist eine Vermutung, aber im Moment ist natürlich die Geduld sehr überstrapaziert und man möchte die Europaparlamentswahlen eben nicht davon überschattet sehen, was jetzt unweigerlich kommen würde, wenn es noch mal eine Verlängerung gäbe. Und es ist auch nicht zu vergessen, letztes Jahr ist ja auch beschlossen worden vom Europaparlament der Vorschlag, das Parlament zu verkleinern und damit auch günstiger, also billiger zu machen. Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich wollte nochmal auf diesen Punkt, was Donald Tusk wohl gemeint hat mit flexiblem Aufschub. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das wäre eben so zu verstehen, dass die Briten dann rausgehen könnten, sobald sie eine Einigung im Unterhaus, auch jetzt mit Zustimmung des Oberhauses für den Gesetzentwurf von COPA, wenn sie das erreicht haben, aber wenn der Austrittsvertrag unterschrieben ist, dann könnten sie auch vor einer Frist, zum Beispiel vor einem Jahr, rausgehen. Also jetzt sobald ein Austrittsvertrag unterschrieben und durch ist. Jetzt müssen Sie mir aber helfen. Wo ist denn da der qualitative Unterschied zu dem, was Theresa May vorschlägt? Also die sagt ja auch, ja, 30. Juni, aber wenn wir früher fertig werden, dann gehen wir auch früher. Also sehe ich da irgendwas nicht? Also meine bevorzugte Lösung wäre es auch nicht. Aber die Idee ist eben noch mal eine längere Frist anzusetzen von Tusk. Also zu sagen, ihr habt da noch maximal bis zu einem Jahr, könnt aber auch früher raus. Also für mich ist das auch eine Salamitaktik auf einer anderen Ebene. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Und Theresa May hat ja den 30. Juni auch angesetzt, weil das die erste Sitzung des neuen Europaparlaments wäre. Und sie natürlich ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern auch signalisieren möchte, so früh wie möglich wollen wir raus. Und vielleicht müssen wir ja gar nicht da rein. Ah ja. Gut, okay, also die Daten, die haben ja nun wirklich ein Verfallsdatum da wollen wir jetzt nicht weiter drüber philosophieren. Wir wollen gleich noch mal weiter miteinander reden. An dieser Stelle sage ich erstmal danke, Frau Fredlö.